Hey Leute, mein Name ist Bergtussi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir wollen uns The Lift, den zweiten Teil bzw. 2.0 angucken, weil The Lift, ich habe natürlich zu dem Lift bzw. zu dem Bauplan mehrere Blueprints angefertigt, mehrere Ideen gehabt, das Ganze natürlich auf dem länglichen, also auf dem länglichen Tunnel gebaut, auf dem Viereck gebaut, also 4x4, vier Kästchen unten und vier Kästchen in die Höhe und trotzdem werden die Mobs, wenn sie reinlaufen, den ganzen Tunnel ausnutzen. Man könnte den Tunnel natürlich auch umgedreht bauen, das heißt, man lässt die Mobs oben reinlaufen und schickt sie komplett nach unten runter. Wir schauen uns das Ganze einmal an und zwar werde ich auch natürlich den Blueprint dazu einblenden. Die Mobs oder die Höhlen in dem Fall würden hier unten reinlaufen, würden rübergekickt werden. Wenn sie hier nicht schon sterben, werden sie hochkatapultiert. Das Ganze auch hier natürlich auf der Seite. Hier hinter wäre der Core, das heißt, sie würden immer wieder diese Wand angreifen, würden zurückgekickt werden. Und im Endeffekt würde es daran enden, dass sie entweder unter dem Gas hier sterben oder nach oben katapultiert werden. Wir schauen uns mal an, was passiert, wenn sie nach oben katapultiert werden. In den ersten Raum, beziehungsweise wir gehen erstmal nach ganz oben und gehen dann ein kleines Stück runter. Sobald sie hochkatapultiert werden, die Mobs, ob sie jetzt nun wie gesagt da unten oder an der Stelle hochkatapultiert werden, kommen sie an diese Stelle. Wenn sie an dieser Stelle hierher fliegen, werden sie natürlich einmal, muss man mal dazu sagen, hier das Ganze, ich habe das offen gehalten für euch extra, damit wir da reingucken können. Hier wäre das Ganze natürlich zu, ob hier nochmal eine Pfeilspitzanlage oder noch ein Wanddynamo sitzt, ist natürlich jedem optional überlassen. Die Mobs würden also hier hochfliegen, würden nochmal Damage kriegen und würden weiter nach oben fliegen. Die Mobs, die ein bisschen weiter nach vorne kommen und die hier vorne hochfliegen, würden hier vorne hochfliegen, würden sich ein Deckengas und ein Dynamo abholen, ein Wandkatapult, würden zurückgekickt werden bis hierhin, ob jetzt das Bodenkatapult ready ist oder auch nicht, würden sie natürlich dann wieder zurücklaufen, würden sich ihren nächsten Gastick abholen und würden irgendwann mit der Zeit wieder erneut zurückgekickt werden und wahrscheinlich dann nach oben. Jetzt werden wir nochmal nach oben gehen und werden uns das letzte Stück oben anschauen. So, jetzt sind wir oben und wenn sie natürlich hier hochgekickt werden und hier oben sind, hier oben ist natürlich auch wieder eine Wand, sie werden oben ankommen. Man sollte, und das empfehle ich natürlich auch jedem, ihr seht es auch, hier habe ich ein Level 2 Katapult, Wandkatapult sitzen, hier ein Level 1 Katapult. Ganze sollte man dann eigentlich, sollte man es umdrehen, dass das heißt Level 2 Katapult auf der Seite sitzt, das Level 1 Katapult auf der Seite sitzt, dass das Level 1 Katapult eine kleiner oder eine langsame Abklingzeit hat als das. Das heißt, das muss als erstes auslösen, danach sollte das auslösen. Das heißt, der Mob, der hier hochkommt, wird, bevor er diese Wand angreift, erstmal weitergekickt. Weitergekickt, danach löst natürlich das Bodenkatapult aus, kickt ihn darüber, er landet da unten. Wenn er immer noch lebt, wird er rauskatapultiert und steht sonst wo. Das heißt, wenn ihr natürlich, wie gesagt, ob es jetzt rauskatapultiert oder das Ganze weitergebaut mit einem Timeout-Raum, das heißt, er würde hier hinten in einem Timeout-Raum sterben oder wie gesagt rauskatapultiert werden und müsste erneut reinlaufen. Alternative dazu ist, wie gesagt, der Mob kommt hoch, dieses Katapult hat gerade ausgelöst und es wird ein weiterer hochkatapultiert. Dann wird danach dieses Katapult auslösen und ihn erneut wieder runterkatapultieren. Das heißt, er wird sich ein Deckengas abholen, wird runterkatapultiert. Das ist natürlich das Bodenkatapult, was ihn gerade hochkatapultiert hat, wird nicht ready sein und er wird danach diese Wand wieder angreifen. Vielleicht wird dieses Wandkatapult wieder ready sein, er wird sich aber den nächsten Gastick abholen. Leute, ich danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen gefallen. Das ist, wie gesagt, dazu gibt es einen Blueprint. Der Blueprint ist ein bisschen kompliziert, mehr oder weniger. Also, das Ganze halt, wenn man es einmal vor Augen gesehen hat, dass es halt drei Stockwerke gibt. Also einmal nach oben kicken, von da aus dann in einem 90-Grad-Winkel wieder nach oben kicken, wieder in einem 90-Grad-Winkel wieder rüber und wieder in einem 90-Grad-Winkel zurückkicken und dann rauskicken. Dann kann man das Ganze sich mehr oder weniger besser vorstellen, wenn man es einmal gesehen hat. Alles, was natürlich aus Holz gebaut ist, gehört nicht zu dem Tunnel, ist einfach nur dafür da, damit wir hochlaufen können. Leute, ich danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Gameplay. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao, ciao.